So, wir haben bei uns jetzt den Hauptmann Bösch von den Schweizern, der Schweizer Armee, nach dem ersten Tag Führender im Wettkampf der Edelweißrät. Wie ist es denn gegangen heute? Also ein sehr schönes Rennen heute, ja. Absolut fair und top Bedingungen. Die Organisatoren haben das wirklich hervorragend gemacht. Alle heiklen Stellen haben sie entschärft, sie haben Lawinen gesprengt. Ja, es war wirklich, das war ein super Rennen. Also wirklich absolut fair, auch mir hier. Okay, okay. Wie schaut es aus mit den Erwartungen für morgen? Biwak steht bereits, also die Kräfte können schon gesammelt werden. Ja, ja. Wir schauen dann mal. Es gibt noch viele Posten, wo wir machen müssen. Und ja, es wird, die Karten werden morgen neu gemischt. Aha. Und es ist ja nicht nur das Skifahren oder die Strecke, sondern es sind auch die Posten, die schlussendlich zählen. Und da gibt es sehr viele Sachen, bei denen man noch etwas falsch machen kann. Oder? Und eine Frage, die natürlich auch auf der Hand liegt: Wie schaut es aus von der Querverbindung Patrouille de Glacier zu so einem Wettkampf Edelweißrät, einem militärischen? Wie ist die Vergleichbarkeit? Das kann man nicht vergleichen. Hier sind wir im Auftrag der Armee. Natürlich ist Pedersch auch ein Auftrag von der Armee, aber dort starten dann drei Patrouillen. Das ist ein rein läuferischer Wettkampf. Und hier ist es einfach ein militärischer Wettkampf. Es ist hier hat es viele Posten, die das Militär verbinden, und das ist der große Unterschied. Super. Dann wünschen wir für morgen alles Gute, gell? Ja, danke vielmals. Oh ja.